Also da können sie zugucken, wie die wächst, und das macht mir Angst. Weil ich möchte ehrlich nicht auf Müll leben. Katrin Jacewski will mir eine Mülldeponie zeigen. Von Weitem sieht man schon große orange Container, LKWs und Schaufelbagger. Mich stört eigentlich nur dieser Berg. Also diese Masse an Müll, die jetzt wirklich tatsächlich über die Jahre hinweg entstanden ist, weil das ist ja nicht eine. Das Thema Müll beschäftigt Katrin schon seit ihrer Jugend, als mit dem Mauerfall der Kapitalismus kam und mit dem die Wegwerfgesellschaft. Wir waren ja zu DDR-Zeiten aufgewachsen und die ganzen Strukturen waren etwas anders. Also zum Beispiel hielten Waschmaschinen lebenslang. Das heißt, die konnten immer wieder repariert werden. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Waschmaschine heute nehmen, dann ist das eigentlich so, dass man die, wenn die kaputt ist, wegschmeißt oder wegwirft und eine neue kauft. Und das gab es damals nicht. Und wir waren immer der Meinung, dass das eigentlich auch nicht so gut ist. Katrin ist öfter hier. Immer wenn sie mit ihrem Hund Otto rausgeht, sieht sie, wie die Müllhalde wächst. Seit Jahren. Im Laufe der Jahre konnte man eben wirklich deutlich erkennen, wie der Müll eigentlich auch die Landschaft verändert. Und das war so für mich ein persönlicher Punkt. Und dann kommt der Tag, als Katrin in der Zeitung von einem neuen Bürgerbeirat liest. Zum Strukturwandel, hier in der Region. Für Katrin die Chance, endlich was gegen diesen Müllberg zu tun. Und dafür zu sorgen, dass es beim Strukturwandel hier eben nicht nur um Arbeitsplätze geht und um den Wirtschaftsstandort, sondern auch um die Natur. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile hier im Revier unterwegs und eine Sache habe ich immer wieder gehört. Wir wollen mitreden. Wir wollen gehört werden. Und wir wollen nicht, dass irgendjemand in Berlin entscheidet, wie es hier im mitteldeutschen Revier weitergeht. Der Bürgerbeirat von Katrin soll genau dafür sorgen. Aber funktioniert das auch? Wie viel Einfluss haben BürgerInnen wie Katrin darauf, wie sich ihr Revier verändert? Ich bin Johanna Voss und das ist Nach der Kohle. Folge 7. Let's talk about Strukturwandel. Dieses Mal soll hier alles anders laufen als nach dem Mauerfall. Beim Strukturwandel sollen wirklich alle mitreden können. Konkret heißt es im Abschlussbericht der Kohlekommission: Damit der soziale Zusammenhalt im mitteldeutschen Revier gestärkt wird, sollen die Menschen vor Ort den Strukturwandel selbst gestalten. Das Problem ist nur, bisher ist der Strukturwandel für die meisten BürgerInnen noch kein großes Thema. Mit Kohleausstieg kann jeder schnell was anfangen, mit Strukturwandel eher nicht. André Tschuckelt, der am Burgenlandkreis eine Wasserstoffpipeline baut, hat das in der letzten Folge so formuliert. Ich meine, die Menschen sehen ja noch gar nicht so viel Strukturwandel. Hier bis hier nicht, sag ich mal, auch der Bagger rollt und der Kran sich dreht, wird das ja erstmal gar nicht so wahrgenommen. Wie beteiligt man Menschen an einem Prozess, den sie gar nicht so richtig wahrnehmen? Sachsen-Anhalt versucht es seit Anfang diesen Jahres mit einem Bürgerbeirat. Er soll ein Diskussionsforum sein, in dem sich BürgerInnen über Strukturwandelthemen austauschen können. 20 Plätze gibt es in diesem Beirat und darauf konnten sich alle bewerben, die im sachsen-anhaltischen Teil des Reviers wohnen. Katrin hat das gemacht und wurde per Losverfahren ausgewählt. Hallo. Hallo. Johanna Voss. Jacewski. Hallo. Für unser Treffen hat sie einen kleinen Feldweg in der Nähe von Delitzsch ausgewählt. Feldweg klingt erstmal nach Natur. Tatsächlich sind wir hier aber zwischen einer Schnellstraße und einer Müllhalde unterwegs. Ich will wissen, warum sie sich für das Ehrenamt im Bürgerbeirat beworben hat. Warum machen Sie das? Also ich liebe die Natur. Ich mag das alles, wenn das alles so schön grün ist, wenn das bunt ist, wenn die Wiesen blühen. Katrin weiß, was Strukturwandel bedeutet. Sie hat das nämlich schon mal mitgemacht, nach dem Mauerfall. Da hat Katrin selbst bei der MIBRAG, also beim Braunkohleunternehmen hier, eine Ausbildung zur Elektromonteurin gemacht. Als damals die große Entlassungswelle kam, war auch Katrin betroffen. Heute arbeitet sie als Fußpflegerin, hatte sogar mal ein eigenes Studio. Sie weiß also, wie das ist, plötzlich ohne Job dazustehen. Und trotzdem denkt sie bei Strukturwandel zuerst an die Natur. Sie sagt, bisher werden die Menschen bei dieser Veränderung nicht richtig mitgenommen.
viele wissen überhaupt nicht, was damit verbunden wird. Oder man liest das in der Zeitung, aber keiner weiß, was ist denn jetzt. Und letztendlich ist es so, viele Menschen haben einfach Angst, weil es steht eine Veränderung an. Und Veränderung bedeutet für viele ja nicht immer Gutes. Deshalb hofft Katrin auf den neuen Bürgerbeirat. Um dem Ganzen also wirklich die Kurve zu geben und zu sagen, okay, ja, da ist eine Veränderung, aber wir nehmen jetzt die Bürger mit, dafür sind wir eigentlich da. Sie will, dass beim Strukturwandel ein Umdenken stattfindet, dass nicht nur über die wirtschaftliche Zukunft des Reviers geredet wird. Also da geht es schon tatsächlich darum, wieder Arbeitsplätze zu schaffen. Ich sehe das aber persönlich ein kleines bisschen anders, weil ich mal der Meinung bin, wenn da was passiert, soll das alles auch so möglichst grün sein, dass hinterher eben auch eine Verbesserung eintritt. Erstmal klingt das alles ziemlich gut. Katrin erhofft sich vom Bürgerbeirat mehr Mitbestimmung und ein besseres Verständnis dafür, wie der Strukturwandel überhaupt funktioniert. Sie will genau das tun, was die Kohlekommission für sie vorgesehen hat: aktiv Einfluss nehmen, damit ihr Zuhause grüner wird. Da gibt's nur ein Problem. Katrins Bürgerbeirat hat faktisch überhaupt nichts zu sagen. Er darf überhaupt nichts entscheiden. Wenn, dann nur mal dabei sitzen, wenn was entschieden wird. Viermal im Jahr treffen sich beim Bürgerbeirat die 20 Menschen aus unterschiedlichen Landkreisen, Berufen und Altersgruppen und sprechen über die vielen Projekte, die im Rahmen des Strukturwandels gefördert werden. Ab und zu darf jemand von ihnen bei wichtigen Ausschüssen dabei sein. Also bei den Gremien, die wirklich was entscheiden. Allerdings nur beratend. Funktioniert das? Mitbestimmen, ohne mitentscheiden zu dürfen? Als die Kohlekommission ihren Abschlussbericht vorlegt und klar ist, der Kohleausstieg kommt, da beginnen im Mitteldeutschen Revier mehrere Beteiligungsformate. In Halle treffe ich jemanden, der von Anfang an dabei ist. Hallo, freut mich. Hallo, mich auch. Setzen Sie sich. Ende 2019, Anfang 2020 war das Thema sehr groß, dass man die Bürgerinnen und Bürger im Revier beteiligen muss an diesem Strukturwandel. Das ist Felix Schiedlowski. Er forscht an der Uni Halle zum Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier, vor allem zum Thema Bürgerbeteiligung. Also bevor die Politik entscheidet, bevor man Gelder zuweist, müssen erstmal die Bürgerinnen und Bürger gehört und beteiligt werden. Das war so der Grundtenor, deshalb bin ich sehr früh dem Thema der Bürgerbeteiligung begegnet. War das ein Tenor, der aus Berlin kam, oder war das einer, der eher aus dem Revier selbst, aus den Landesministerien? Ich habe den eher aus dem Revier selber wahrgenommen, und zwar einerseits aus den beteiligten Ministerien, also sozusagen aus der Landespolitik, insbesondere in Sachsen-Anhalt. In Sachsen habe ich das ein bisschen weniger. Für seine Doktorarbeit erforscht Felix Schiedlowski, wie die Politik hier darüber kommuniziert, was nach der Kohle kommt. Und es steht so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass so eine fundamental große Frage, wie weiterleben nach der Kohle, auch neue politische Formen und Praktiken braucht, um das zu adressieren. Heißt, gerade weil sich hier nach der Kohle wirklich alles ändert, sollen die BürgerInnen aus der Region mitreden können. Genau dafür entwickelt die Politik verschiedene Beteiligungsformate. Felix Schiedlowski begleitet den Prozess und sagt, der Plan ist eigentlich gut. Man wollte den Menschen sagen, der Strukturwandel ist wichtig, es ist wieder ein Wandel in der Region. Und das klingt natürlich hier in der Region nach den frühen 1990er Jahren. Und genau da hat man angesetzt und hat gesagt, dieser Wandel wird anders. Dieses Mal nehmen wir die Menschen mit. Diesmal bricht es nicht über die Köpfe der Menschen hinweg. Dieses Mal werden rationale Entscheidungen getroffen. Die Bürgerinnen und Bürger werden gehört. Da sind zum Beispiel Anfang 2020 die sogenannten Zukunftswerkstätten. Workshops mit 60 Leuten, die eine gemeinsame Vision für die Region ausarbeiten sollen. Ich glaube, die Grundidee war einfach, dass man, so simpel es klingt, die Zukunft skizzieren will. Also dass man den Menschen die Chance geben will, die Zukunft zu prognostizieren, noch bevor die Politik sie plant. Also was wünschen sich die Menschen, welche Ideen haben die Menschen und dass man all das... Felix Schiedlowski sitzt mit in diesen Runden und hat schnell das Gefühl, dass beide Seiten irgendwie voneinander enttäuscht sind. Also auf der einen Seite die Teilnehmer und auf der anderen Seite die Organisatoren. Die wollen nämlich so wenig wie möglich inhaltlich vorgeben.
und bringen deshalb sehr, sehr große Fragen mit. Sowas wie, wie wollen wir 2038 leben? Die TeilnehmerInnen können mit diesen Riesenfragen dann aber konkret nicht viel anfangen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Bürgerwerkstatt, ganz am Anfang, wo ich teilgenommen habe, noch 2019, wo auch über die Frage diskutiert wurde, wie wollen wir in der Zukunft leben, wie soll der Strukturwandel aussehen. Und am Ende, im Abschlussplenum, waren dann nach 4 Stunden Diskussion oder so, waren die großen Themen, die übrig blieben, dann Freifunk in den Innenstädten und Müll sammeln oder Mülljogging als Themen. Und das ist augenscheinlich sehr weit weg von der großen Frage, weg von der Kohle, was passiert mit den Menschen und mit dem Revier. Aber es ist nicht so erstaunlich, wenn man sich anguckt, was soll man auf so eine große Frage antworten. Also diese Offenheit hat Vor- und Nachteile. Die Ergebnisse aus diesen Werkstätten, so das Versprechen, sollen dann in Strategiepapiere übersetzt werden. Und wurde das dann auch wirklich ernst genommen? Also stand in diesen Konzepten dann wirklich was über Müll sammeln und Freifunk? Oder war das dann im Endeffekt doch eher so eine Alibi-Beteiligung? Also ich glaube schon, dass das insgesamt alles sehr ernst genommen wurde und dass wir nicht von einer Alibi-Beteiligung sprechen können. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es sind unheimlich dicke Bücher, die am Ende dabei rauskommen von diesen diversen, also viele Menschen haben sich beteiligt in vielen Foren und am Ende soll die Skizze stehen für den Strukturwandel bis 2040. Das ist notwendigerweise eine Übersetzungsleistung, die dann passiert von dem Mülljogging hin wieder zu größeren Themen der Nachhaltigkeit und des Lebens im Einklang mit der Natur zum Beispiel in dem Fall, was sich dann abbildet in natürlich sehr undefinierten Aussagen am Ende. Also wenn man sich diese Programme anschaut, dann merkt man, dass da sehr viel drin ist von dem, was die Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, dass es aber auch sehr unkonkret ist am Ende. Und das ist nun mal so, wenn man einen Prozess skizzieren will von heute, 2020 war es ja dann, 2021 bis 2038, dann muss da in gewisser Hinsicht so eine Leerstelle rein, dann müssen da solche Allgemeinplätze rein, einfach um das abzubilden. Und dementsprechend war es in meinen Augen nie eine Alibi-Beteiligung. Aber es hat immer die Möglichkeit gelassen, dass es doch zu Verdruss führt, weil natürlich viele der Sachen, die 1:1 sich gewünscht wurden, dann aus diversen Gründen nicht abgebildet werden konnten. Wenn da zum Beispiel jemand ist wie Katrin, die ein sehr spezifisches Anliegen hat, nämlich, dass die Mülldeponien nicht weiter wachsen, dann muss die Politik dieses Anliegen in eine Strategie übersetzen, die auch auf andere Bereiche anwendbar ist. Und raus kommt dann ein weichgespültes, relativ vages Konzept wie Nachhaltigkeit. Worauf sich irgendwie alle einigen können, vielleicht auch gerade weil es nicht super viel Inhalt hat. Felix Schiedlowski meint, dieser ganze Prozess mit der Bürgerbeteiligung soll den Kohleausstieg und den Strukturwandel entpolitisieren. Also raus aus der Politik und rein in die Hände der Gesellschaft. Also man hat am Anfang gesagt, damit sollen sich nicht die politischen Parteien beschäftigen, sondern erstmal die Bürgerinnen und Bürger, hat man, glaube ich, so ein bisschen diese potenzielle Polarisierung, die es ja politisch in Deutschland gibt und hier natürlich auch oder teilweise auch sehr ausgeprägt, hat man der sozusagen Vorschub geliefert. Also man hat versucht, der Strukturwandel soll kein Thema von rechten Parteien werden, von linksliberalen Parteien werden. Es soll nicht in diesem parteipolitischen Kampf aufgerieben werden, sondern es soll in den entpolitisierten Raum gebracht werden, um da sozusagen keinen Streit zu schaffen, sondern erstmal diesen Raum zu schaffen. Und ich glaube, das muss man einfach beachten, wenn man diese Bürgerbeteiligung sieht. Wie ist die zustande gekommen und warum? Felix Schiedlowski sagt, auch der Begriff Strukturwandel soll dabei helfen, die Veränderungen im Revier aus der Politik möglichst fernzuhalten. Wandel, das klingt schließlich nach einer unveränderbaren, natürlichen Entwicklung und nicht nach einer politischen Entscheidung. Also dieser Begriff hilft in dem Sinne, dass man einen eigentlich hochpolitischen Prozess und die Frage, wie wollen wir zusammen leben, dass man den in gewisser Hinsicht entpolitisiert und zu einem Naturereignis macht.
Aber der Ausstieg aus der Kohle ist politisch gewollt, er ist zu diesen Rahmenbedingungen gewollt, sowohl zeitlich als auch finanziell. Und auch die Frage, wie man zu den Entscheidungen kommt, wie der Strukturwandel aussieht, sind politische Fragen, sind auch parteipolitische Fragen, sind eigentlich auch Fragen, die sich, wie ich finde, in Wahlen abbilden sollten, wo die repräsentative Demokratie ins Spiel kommt. Und all das schafft man mit dem Begriff Strukturwandel aber so ein bisschen ins Abseits zu stellen. Über diesen Punkt habe ich noch lange nachgedacht. Bisher dachte ich, dieser sperrige, sehr technische Begriff Strukturwandel, das ist ein Fall von schlechter politischer Kommunikation. Aber was, wenn er genau das bewirkt, was er soll? Wenn er bewusst so unpolitisch klingt? Damit die Veränderungen, die der Kohleausstieg lostritt, nicht als politische Entscheidungen wahrgenommen werden, sondern einfach als der Lauf der Dinge. Aber eine möglichst abstrakte Sprache kann keine realen Konflikte unter den Teppich kehren. Diese diffuse Unzufriedenheit, die auch mir in meinen Gesprächen immer wieder begegnet, die kennt auch Felix Schidlowski aus den Bürgerdialogen. Man merkt dann den Konflikt zwischen Menschen, die in der Politik aktiv sind und eine Rolle spielen und zu Recht darauf verweisen, dass sich diese Region in fast allen Bereichen zum Besseren gewandelt hat. Also wirtschaftlich steht die Region eigentlich gut da, arbeitsmarktpolitisch steht die Region eigentlich gut da. Man hat energieintensive Industrie hier, man hat aber auch erneuerbare Energien hier und den Fokus darauf. Man hat Neuansiedlungen. Es gibt eigentlich diese Erfolgsgeschichte der Wende. Und dann gibt es andererseits dieses Leben mit diesem Umbruch, der nie so richtig aufgearbeitet werden konnte. Also der Verlust an Arbeit, der Verlust an Identität, der Verlust an Herkunft. Und das tatsächlich in einem unglaublich kurzen Zeitraum. Und das ist dann oft so ein Dialog, der sich dann schwer vereinbaren lässt. Also wenn dann politische Akteure zu Recht auf die Erfolge und Chancen des Strukturwandels hinweisen, und das ist zum Beispiel in diesen Bürgerforen oft passiert, und dann aber Rückfragen aus der Bevölkerung kamen, die den gleichen Prozess eher mit Abstieg assoziiert haben, wo das eher Erinnerungen geweckt hat an Verluste. Und das ist vielleicht dann sozusagen gar nicht immer nachweisbar oder die Fakten scheinen dann dagegen zu sprechen, weil die wirtschaftliche Entwicklung eigentlich gut ist. Und es schwingt aber eben diese Umbruchserfahrungen tatsächlich mit. Katrin Jacewski ist jedenfalls happy mit ihrer neuen Rolle im Bürgerbeirat, obwohl sie dort eigentlich nur informiert wird über das, was andere längst entschieden haben. Jetzt haben sie aber ja trotzdem nicht wirklich faktische Macht. Also sie können jetzt nicht sagen, das Projekt finden wir blöd, machen wir nicht. Natürlich kann man seine Meinung äußern, weil es ist ja tatsächlich immer eine Meinung. Inwieweit die Meinung dann aber gehört wird oder eben da einfließt in diese Entscheidung, das ist eine ganz andere Frage. Mhm. Und dann ist es natürlich auch so, dass die eigene Meinung sicherlich auch irgendwo im Hintergrund steht, sondern dann ist es so, dass die Meinung, also wir diskutieren ja auch über diese Projekte, dass die Meinung dann tatsächlich eben in der Gruppe gebildet wird und dann eben auch eventuell eine Äußerung dazu stattfindet. Das Gefühl, buchstäblich mitreden zu können, das reicht ihr. Wir diskutieren dann eben auch mal intern, wie jeder so aus seiner Perspektive das sieht und ob er das gut findet oder schlecht findet, was eventuell noch verbessert werden könnte. Ja, und so sind da ganz viele Sachen, die da eben auch mit einfließen. Und ich finde das persönlich auch sehr gut, dass es sowas überhaupt gibt. Es ist jetzt nicht nur rein von der Industrie her, sondern letztendlich werden auch ja die Bürger mitgenommen und die Bürger dürfen letztendlich auch über bestimmte Sachen einfach mal diskutieren und sich darüber auch austauschen. Am Ende geht es bei der Bürgerbeteiligung vielleicht mehr um den Weg als das Ziel. Um das Gefühl mitreden zu können. Auch wenn das am Ende eher zu vagen Ergebnissen führt. Die großen, wichtigen Entscheidungen, die treffen am Ende eben nicht die BürgerInnen. Aber wer dann? In den nächsten beiden Folgen will ich wissen, wie Strukturwandel ganz konkret organisiert wird. Wer sind die Menschen, die eigene Projekte vorantreiben, um die Region zu verändern?
Und wer sind die, die entscheiden, welche Projekte am Ende mit Steuergeldern gefördert werden? Ich stelle mir manchmal die Frage, hätten wir uns schon Gedanken gemacht vor 50, 80 Jahren, ob quasi Abbaggern und fossile Energieträger das beste Mittel der Wahl sind, dann hätten wir jetzt nicht die Kosten auf gesellschaftlicher Seite, um das wieder zu heilen. Das hört ihr in Folge 8, nächsten Samstag. Nach der Kohle ist eine Produktion vom Podcast Radio Detektor FM und wird gefördert von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Skript und Recherche sind von mir, Joanna Voss. Redaktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. Musik Tim Schmutzler. Sounddesign Stanley Baldauf.